Mich triggert, wie diese Szene aussieht. Okay, willst du, dass ich die Szene wieder ändere? Möchtest du die alte Szene zurückhaben? Ist dir die Szene hier lieber, Twitch-Chat, oder wollt ihr die andere Szene haben? Dieses Layout oder das andere Layout? Welche wollt ihr lieber, Twitch-Chat? Die oder die winterliche? Es ist ja theoretisch noch Winter für 17 Tage oder so. Erst am 20. oder 21. März Frühlingsbeginn. Der Client ist nicht mittig. Ach Leute, entspannet euch. Jetzt ist actually viel besser, ja. Und was steht da drunter? Alles klar, da ist noch was drunter gewesen. Ein kleines Geschenk für mich, was da noch lag. Einfach geil. Jetzt passt der Client perfekt rein, ne? Optimal. Der Client passt perfekt, hä? Der ist richtig gut drin. Warte, ich mache ihn noch ein Stück besser. Ja, jetzt actually noch besser. Jetzt ist richtig geil. Tolkien ist noch toxic. Ingame, but toxic to Twitch-Chat. Nein, ich liebe Twitch-Chat. Hä? Ich würde euch doch niemals verarschen. Ich kann es fixen. Ich mache den Client unter das Wallpaper. Guck mal. Mach jetzt den Client kleiner. Und dann bam. Perfekt. Wir spielen gegen den Darius. Ich habe richtig Bock auf den Mann mit dem Horn. Den Orren. Video aus Ludo, da freue ich mich schon drauf. That is doch beautiful. Orn mit dem Horn gegen Darius. Ich bin aufgeregt. I'm alive. Ist doch geil, oder nicht? Hä? Ist doch voll cool. Was habt ihr zu chatten, ne? Ist doch voll geil, no? Gefällt euch das nicht? Habt ihr da keinen Bock drauf? Ich find's voll geil. Ja, ich glaube, ich soll deletion. Mach das weg, aber hä, ist doch komplett normal, no? Ist halt ein bisschen andere Perspektive, als würdest du ein bisschen Wildrift spielen. So, sind eure Kopfschmerzen weg, Twitch-Chat? Ist jetzt wieder angenehmer für euch? Ich hoffe es. Anyway, wir spielen gegen den Darius. Dann machen wir es besser draus. Mal ein bisschen aufpassen im Early-Game. Er kann mich durchaus bedrohen, gerade wenn er im Busch drin chillt. Kann man es in Optionen umstellen? Nee, das war gerade ein OBS-Ding. Ich habe einfach die Zähne gespiegelt. Also die Quelle. Ich habe einfach gesund Level 1, weil ich geleasht habe. Fantastisch. Keine XP bekommen für ein paar Minions, aber nimmt mehr Damage als ich von meinen Minions. Ich glaube, ich nur einen einzigen Melee-Minion dann XP bekommen. Schon scheiße ist, aber dafür habe ich geleasht. Lieber die Sinn, machen sie das mit den 2 Sekunden Jungle-Zeit. Fantastisch. Ich muss ein bisschen chillen im Early-Game, seine Base-Stats sind zu gut für mich. Generell sind der Boost auch mal ziemlich stark gegen Tanks. Gerade wenn wir noch geleasht haben und dann gezoned werden, ist unangenehm. Aber wir bauen ein paar Items in Lane. Wird hauptsächlich darum gehen, dass wir Botlane töten können, dann ist Aphelios, Lulu, eine gigagroße Win-Condition. Oberkill in Midlane ist auch sexy. Schöne Bubble, schöner Flash. Sehr interessant von Darius gespielt. Das ist für ihn problematisch, weil die Werft nicht unter Turm kriegt, ne? Mit anderen Worten, er sieht es mal extrem gankable. Und ich bin nicht zu töten. Ich habe mehr Gold als er. In Items zumindest. Er hatte mehr Gold mit Minions, aber er kann sich davon ja nichts kaufen in Laning Phase. Im Gegensatz zu dem Mann mit dem Horn. Das waren 3 Mann hier. Auch noch ein bisschen knapper, als hätte sein dürfen. Ich hätte früher Items craften müssen, statt zu resetten wie so ein Idiot. Nice, kein Heal für ihn, ich bin da rangelaufen. Schöner von ihm. Bam, Junge! Ich hab gemisst, ich wollte Cookie einwerfen. Und hab auch so daneben geklickt. Er hat so viel Damage genommen von Bramblewest und Diamond, dass ich ihn einfach töten konnte. War ein schöner Kenntnis von ihm, honestly. Ich wollte ihn wegknocken und dann... Ich wollte halt 6 drücken, weil mein Cookie auf 6 war. Leider 5 gedrückt, deswegen mein Pinkwort geintet. Lol. Wow. Scheiße! Das war nicht gut. Yikes. Yikes, 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 yikes. Meine Wave ist auch richtig bad. Ja, so ein Chat zum Beispiel ist ziemlich gut für mich. Er geht Half-HP. Bin langfristig dann All-In mit Ult. Ja, haben sie gespottet. Sie ist am Crux invaden. Die sind aber nicht ab. Also ist alles gut. Diven könnte mich, denke ich, auf gar keinen Fall. Ich bin zu tanky. Aber sie werden es versuchen, da einem Anschein nach. Mal gucken, ob ich so playen kann. Ich habe erst Ult in 10. Oh, zu dritt. Zu dritt was anderes. Wow.
Oh, ich hätte auch im Turm bleiben sollen, zu zweit, aber zu dritt. Ich meine, die sollten dafür sterben, ne? Ist ein bisschen zu deep, was sie gemacht haben. Ich weiß bloß, wie viele sterben. Wenn es nur einer ist, ist es nicht worth. Beide wäre okay. Also kein Mana mehr, sollten wir spielen können. Ah, nice. 1 für 3, 2 für 3 ist okay. Oder? Nice. Töte sie doch bitte. Goddammit. Das könnte der Throwplay werden, wenn Jhin jetzt geschattert wird für 1000 Gs. 800 auf Jhin. Ja, das war... Aber Team, give it then take it away. Hm, das ist nicht gut. 800 Gold für Nidalee und 700 für Aphelios. Das ist ein riesiger Comeback. Wollen wir die noch First Turret Botlane kriegen. Also da haben wir gerade richtig hart geendet. Das ist halt so richtig, richtig, richtig bad. Komme ich zur Laterne noch rechtzeitig? Ich bin tot. Ich bin trotzdem tot. Ah, ja, war wieder lang zu laufen. Wir hatten 1 für Darius, der Kill Pressure auf mich hat, weil er Darius ist und ich bin Tank. Imagine Tank picken in Season 12, lol. Wo Tank-Items einfach schlechter sind als jedes Boozer-Item jemals. Ah, und jeder Boozer jemals. Naja, war bad. Ich hätte ihn entweder sofort ulten müssen, I guess. Ein Play war super. Ein Herald bekommen und guter Knock-Ups an der Wand geleistet. Gelandet. Gelandet, leistet? Geleistet, landet. Komm, Routine? Nein, okay. Hat er keinen richtigen Fleischenkel, aber Memory Sin und eine Q? Ah. Er ist nicht in Reichweite. That was a good timer. Oh! Bam! Vielleicht noch eine Molle. Ah! Ich hab den Maybe gegrieft. Oder hab ich sie reingebaitet? Das ist die Frage. Und letzteres ist der Fall. Maybe? Hoffentlich? Hoffentlich? Maybe not? Ein weiterer Boozer, gegen den ich nichts machen kann. Der ist 0-7. Aber warum habe ich einen Tank gepickt, Mann? Die Champions sind alles so nutzlos. Das Beste, was wir jetzt bekommen haben, ist die Rhea, die immer wieder Gold wert ist. Vielleicht ist es gar nicht so bad. Ich bin ja der Inter unseres Teams. Und deren Inter hat gerade unseren Inter getötet. Also mich. Und dann ist sie wieder gutes Gold wert, hoffentlich. Hoffentlich. Ja, einfach mit der Group und mit den beiden Poke Champions spielen. What, er ist reingeflasht? Das kann doch nicht gut von ihm sein. Holy fuck. Ich hab nicht ganz geschafft, den Sperr zu blocken. Oh, schöner Protobait. Es ist auch wichtig, dass ich den Darius und die Rhea out-attacke, damit ich Formel auf sie blocke, wenn ich halt mein W drauf habe zumindest. Die Anti-Heilungseffekte sind schon sehr, sehr wertvoll. Alter, dass ich da auf meinen an der Wand platzierten Ding jetzt den Knocker kriege, ist halt so sick. Können wir spielen, können wir spielen. Auch wenn ich sterbe, ist fein. Ich bin tot, ich verblute, aber wir kriegen alle. Geil. Schöner Roots. Das ist auch gut von mir. Der Knock-Up. Ich habe nicht an der Wand genockt, sondern genau an dem Pillar, der daneben stand. Und deswegen habe ich die Nidalee getroffen. Das war ziemlich nice. Ist, glaube ich, ein guter Play in einem sonst recht schlechten Game von mir. Wartet sich das? Keine Info auf Irea und alles, aber wir verlieren gerade unseren Inde. Blute noch, ich kann noch nicht resetten. Ja, zumindest nicht Nexus Turm zu verlieren wäre nice, gell? Ich hoffe, ich könnte den Nash machen. Ich kann Nexus auf jeden Fall defenden, aber ich verliere ja schon eine Menge zuvor. Erledigt. Ja, ihr dürft ja Irea nicht wegrennen lassen. Ist ja klar, dass sie rein tippen will. Schön wäre das Stunts ehen, damit ihr nicht gestunt seid, basically. Ja, weil ihr könnt halt während des Stunts noch immer euch bewegen mit dem E, wenn ihr es währenddessen gechannelt habt. What? Ihr einfach gewonnen mit seinem mit meinem Brittle Proc auf seine Hook. He got auto-attacked. Ich muss kurz die Blutung abwarten eigentlich. Jhin ist gestorben.
Aber die Sin doesn't give a fuck. Nimm mein Item, Zoe, nimm es. Jetzt loot's wieder ab. Oh nein, nicht du, Nidalee. Oh, ich lebe noch. Wie lebe ich noch? Jetzt bin ich tot. Wurde gesmited. Ja, normalerweise würde ich jetzt wahrscheinlich Stopwatch kaufen und dann Last Item Redemption oder sowas ebenfalls erwerben. Aber jetzt brauche ich eigentlich nur Support-Items. Nights war aber auch nicht schlecht. War my bad. Replatter mein Team. Der war meinetwegen schwer. Ich habe nicht gut gespielt, dieses Game. Aber trotzdem gewonnen. Aber ich bin jetzt schon die letzten paar Games auf Autopilot-Modus. Halbwegs. Replatter mein Jin. Der hat schön gearbeitet. Mit seiner Reichweite. Und seinem Siege-Potenzial.